Okay, Oma Mia. Zu einer neuen Maskenwoche. Und ihr dürft euch freuen, Mr. Experte ist auch dabei. Yes. Der kommt, wie immer, am letzten Tag. Der macht ja so gerne die Verlosungen. So, 5 neue Masken liegen hier vor mir oder bereite ich gerade hier mal vor. Wir wollen ja hier nicht das und das und das und das. So, und die liebe Monique ist am Start und sagt, oder fragt jetzt hier Alexa. Wir brauchen eine Zahl zwischen 1 und 5. Alexa, sag eine Zahl zwischen 1 und 5. Hier ist eine Zahl zwischen 1 und 5. 5! Jetzt wird sie komisch. Da konnte ich nicht dran vorbeigehen, Leute. Es ist doch zu schön, besonders weil es so irgendwie so 3D gemacht ist, ne? Diese Isana Tuchmaske. Limited Edition. Lovely Fox mit Wassermelonenextrakt und Hyaluron. Ja. Ach komm. So, die bunt bedruckte Isana Tuchmaske. Ach du Heiland. Mal gucken, wer ich werde. Lovely Fox bringt die Haut sofort in Schwung. Die vegane Powerformel mit Wassermelonenextrakt kühlt angenehm, hinterlässt ein belebtes Hautgefühl und spendet intensiv Feuchtigkeit. Hyaluron bindet Wasser in der Haut, sodass diese wie von innen aufgepolstert wirkt, lässt Trockenheitsfältchen glatter erscheinen und bringt die Haut zum Strahlen. Ja, für bildschöne Haut und ein jugendliches Aussehen. Oh, ob das noch hilft, ich weiß es nicht. Ja, schauen wir doch mal erstmal, wie sie duftet. Also von außen macht sie ja schon mal richtig was her. Und dann schauen wir mal, wie sie riecht. Oh, die riecht gut. Mhm. Ach, also dieser... Oh, das riecht richtig gut. Für mich riecht das jetzt weder nach Wassermelone noch nach Hyaluron, sondern so ein bisschen zitrisch. Ich finde es sehr angenehm vom Geruch her. Doch. Sehr, sehr angenehm. Aber ich kann es nicht beschreiben, genau nach was... Wassermelone, ja gut, könnte sein. So, wir gucken mal, ob wir hier noch was rausbekommen. Nein. Ein Müh. So, wir haben eine bedruckte Tuchmaske. Ja, das wussten wir ja schon. Oh, der Vlies fühlt sich ganz gut an. Nicht zu dick. Schauen wir mal. Ach Gott, ja, das ist schon süß. Ach, das ist schon süß, Mensch. Ja, das ist... Ach, das ist so ein schöner Herbst. Ja, ich weiß auch nicht. Look. Guck mal. Ach, guck mal. Nee, was ist das süß? Haben wir doch mal wieder einen guten Anfang. Auf jeden Fall, ja, von der bedruckten Tuchmaske haben wir doch erstmal jetzt wieder einen geilen Anfang hier gemacht, ne? Mal gucken, was der Experte, ich habe noch nicht ausgesucht, welche Maske er tragen darf. Kann mir wieder das Gejaul hier anhören, ne? So, also die passt ja hier wie Pöppes auf Eimer. Passt. Länge passt auch. Fühlt sich sehr gut an und riecht richtig, richtig gut. Also, eine schöne Maske. Mit diesem Pärchenfuchs drauf. Ich werde bekloppt. So, meine Lieben, wir sehen uns gleich wieder. Ich gehe jetzt erstmal schön auf Couchy. Bis gleich. Hello! Oh, jetzt bin ich mal dunkel. So, ein langer Tag geht jetzt hier zu Ende. Ein langer Filmtag. Oh, ich muss sagen, diese Maske war wirklich sehr, sehr gut. Sehr reichhaltig. Wurde aufgepluschert und aufgepumpt. Nee, aber kann ich total empfehlen. Wenn ihr sie noch nicht habt, schaut mal danach. Limited Editions, ne? Das ist immer schnell weg, aber ja. Und wenn ihr sie schon mitgenommen habt, dann testet sie auf jeden Fall. Ich finde sie sehr gut. So, mein Mülleimer ist voll. Den muss ich mal ausleeren. Warum habe ich eigentlich die Masken weggelegt? Das ist auch kein Mensch, ne? Wir müssen auch noch auswählen, Mensch. So, Tag 1 hat ja schon mal sehr, sehr gut gestartet. Und wir lassen jetzt nochmal aussuchen. Wir brauchen eine Zahl zwischen 1 und 4. Sag eine Zahl zwischen 1 und 4. Hier ist eine Zahl zwischen 1 und 4. 3. 3. Ja, guck mal, es geht weiter. Es geht weiter, immer weiter. Und zwar mit einer Cadavera-Maske, also Eigenmarke von Müller.
Die Beach Vibes Tuchmaske. Ja, Näheres dazu natürlich gleich. Da geht es weiter und ich sage einfach mal, bleibt dran. Bis klar. Hallo. Willkommen zurück zu Tag 2 meiner Maskenwoche. Cadea Vera ist am Start. Eigenmarke von Müller. Weiß wahrscheinlich jetzt mal jeder, ne? Beach Vibes Tuchmaske mit Hyaluronsäure, Meeresextrakt und Algenextrakt. Intensiv, erfrischend und feuchtigkeitsspendend. Alle Hauttypen. Was steht denn hier noch drauf? Die Cadea Vera Beach Vibes Tuchmaske mit Hyaluronsäure, Meerwasser und Algenextrakt entspannt Haut und Sinne wie nach einem Tag am Strand. Die Aquaformel sorgt für ein endloses frische Gefühl. Hyaluronsäure hydratisiert die Haut und lässt feine Linien und Trockenheitsfältchen milder erscheinen. Meerwasser ist reich an Mineralstoffen und Spurenelementen und wirkt sich positiv auf die Feuchtigkeitsversorgung aus. Algenextrakt, das Beautywunder aus dem Meer, hilft der Haut, jugendlich frisch auszusehen. Ja, dann kann ja nicht schief gehen. Jetzt riechen wir erstmal. Typischer Hyalurongeruch wahrscheinlich, ne? Na ja, es ist Hyalurongeruch, aber das riecht wirklich so wie, als wenn sich neben dir einer mit einem tollen Parfüm einsprüht. Das ist ein toller Duft. Ist echt ein toller Duft. Hab ich was gedacht. Upsi. So. Ey, da kam gerade schon ein Schwung mit raus und das ist jetzt auf meinem Nachthemd. Na super. Ist auf jeden Fall eine bedruckte Maske. So, wollen wir mal gucken, wie das Vlies so ist. Hallo. Ist auf jeden Fall sehr gut getränkt. Also da können wir uns schon mal nicht beschweren. Also das ist auch immer so was, das auseinander zu klamüsern, ne? Mama mia. Komm doch, so. Ja. Der Experte freut sich schon. Wohl eher nicht. So, ui, guck mal, wie elegant. In Gold. Oh, der Geruch ist echt schön. Wow. Mann. Also, der Geruch gefällt mir richtig gut. So. Ja, einfach noch ins Auge hängen. Dann sind wir dabei. Was war das? Hey! Kommt hier doch Wind rein? Ist nämlich meine Karte runtergefallen. So. Die Claudi steht noch. Und der Sammy. So, ihr Lieben. Oh, hey, guck mal. Hm. Elegant, elegant. Schön. Die Augen groß genug. Alles, also sitzt da, wo es sitzen soll. Der Geruch ist einmalig. Von der Passform mega geil. Und jetzt gehe ich mal ein bisschen Chili-Milli machen, ne? Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Oh, it's magic. Also ich finde die mega geil. Ich finde die mega geil, die Maske. Oh, wow. Die ist schon an der Nase trocken. Ja, also der Geruch. Echt traumhaft. Und ich kann da echt nicht meckern. Also eine richtig, richtig tolle Maske hier von Cadea Vera. Die Beach Wipes. Tuchmaske. Gut, die wird es dann wahrscheinlich nicht mehr geben, aber wenn ihr sie mitgenommen habt, seid froh. So, ich habe ja jetzt noch 3 Stück liegen, ne? So, Monique ist nicht da, dann müssen wir selber die Alexa fragen. Alexa, nenn mir eine Zahl zwischen 1 und 3. Die reagiert nie beim ersten Mal, ne? Die nervt mich. Alexa, eine Zahl zwischen 1 und 3. Hier ist eine Zahl zwischen 1 und 3. 1. 1. So. Oh mein Gott. Da ist ein Startakt da draus. Ja, ich habe hier noch eine Kiko Milano-Maske, die ich geschenkt bekommen habe. Die Nourishing Face Mask, diesmal mit Honigextrakt. Wir schauen mal, was da noch so draufsteht. Gucken, wie die so ist. Also die ersten beiden sind ja jetzt toppi, ne? Mal schauen. Ich hoffe, es geht so weiter. Bis gleich. Hi. Willkommen zurück zu Tag 3 meiner Maskenwoche. Ja, ich bin aber auch immer am Zuppeln hier. Kiko Milano Nourishing Face Mask with Honey Extract. Steht auch was auf Deutsch? Boah. Ja, Moment, ich habe was gefunden. Oh,
hallo, hallo. Einweg-Hydrogelmaske Gold mit Honigextrakt. Ideale Pflege für die Haut für einen noch besseren frische Effekt. Die Maske gut im Kühlschrank, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Das war's. Mehr steht da nicht drauf. Naja, schauen wir mal. Wie sie düftet, ne? Wie sie düftet, düftet sie wohl nach Honig? Würde mich freuen. Ne, ne. Die riecht nach nichts, aber auch nach gar nichts. Die riecht nach gar nichts. Okay, dann riechst du halt nach gar nichts. Bist du eine Mücke? Hau ab. So, da kümmern wir uns gleich drum. Jetzt gucken wir erstmal, das ist richtig, das ist nicht alles Gold, was glänzt. Das schon, Leute, das schon. So, mal eben gucken, ob da noch was rauskommt. Nein, nein, es kommt nichts mehr raus. Und ich liebe ja diese Hydrogelmasken, ne? Allerdings bei Kiko Milano hatte ich ja voriges Mal auch ein bisschen das Problem. Die waren ein bisschen groß. Da musste ich mich echt hinlegen. Sonst rutschen dir die, ja, woanders hin, ne? Aber nicht mehr auf dem Gesicht. Ich weiß gar nicht, wo man die bekommt. Wer es weiß, schreibt es bitte in die Kommentare. Ob man die auch bei TK Maxx bekommt. So. Oh Gott. Oh mein Gott. Ich liebe es. I love it. Oh, die Goldmarie ist wieder hier. Ui, guck mal. Naja, wir sind doch ein bisschen extravagant hier heute unterwegs, ne? Oh, da darfst du nicht viel versprechen. Ich muss mich jetzt hinlegen. Und wir sehen uns gleich wieder. Es fühlt sich geil an. Ja, und nichts ist verrutscht. Ja, ich bin wieder da. Tralala. Wow. Geil. Geil, 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 kann ich nur sagen. Richtig geile Maske. Gefällt mir definitiv besser wie die andere Kiko-Maske, die ich ja mal getestet habe. Die ist ja nur so runtergerutscht. Also die ist, und man riecht dann doch ein bisschen so den Honig, die ist schon genial. Also muss ich echt sagen, Toppi-Maske. Ich weiß gar nicht. Habe ich mal irgendwann wieder eine schlechte Maske dabei? Ist ja auch gut, dass man es nicht hat. Ne? Man bezahlt ja auch dafür Geld. Und man will ja auch, dass die Masken funktionieren. So, ich habe hier noch zwei Stück liegen. Und dann lassen wir Alexa mal aussuchen. Alexa, nenn mir eine Zahl zwischen 1 und 2. Hier ist eine Zahl zwischen 1 und 2. 1. Und sie hat sofort reagiert. Ich glaube es ja nicht. 1. Und das ist diese hier. Auch vom Action. Die The Mask Dr. Face Sheet Mask Peptide Maske. Mehr dazu natürlich dann morgen. Bleibt dran. Bis gleich. Hallo. Ich glaube, irgendwie ist immer meine Kamera gefühlt hier schief. Ist jetzt noch mehr schief? Herzlich willkommen zu Tag 4 meiner Maskenwoche. Und es ist hier. Ich weiß auch nicht. Herzlich willkommen zurück. Tag 4. Tata. Ja, wir haben eine Actionmaske. The Mask Dr. Face Sheet Mask Peptide Firming and Rejuvenating. Improve the Skin Elasticity. Meine Güte. Steht da auch was auf Deutsch hinten drauf? Ja, Gesicht waschen und trocknen. Ach nee. Tuchmaske mit Peptiden. Mehr steht hier nicht drauf. 10 bis 15 Minuten einwirken lassen. Ja, dann machen wir das doch mal. Wir schauen jetzt erstmal, wie sie so düftet, ne? Düftet, düftet. So. Wollen wir mal schauen. Ja, riecht sehr angenehm. Da kann ich jetzt echt nicht meckern. Mal schauen hier, ob da noch was rauskommt. Eher nicht. Okay. Ja, es ist ein weißes Vlies, aber ein dünnes Vlies. Das ist doch auch schon mal sehr gut. Und das versuchen wir jetzt mal irgendwie hier ja, aufzuklamüsern oder so. Genau. So. Ah, die riecht wirklich sehr angenehm. Ich glaube, die habe ich echt noch nicht gehabt. Bisschen klein, die Augenpartie. Ist ein bisschen klein. Ist ein bisschen klein. So, mal eben kurz hier ganz ausrollen. Ja. So. Ja,
Ja, hier könntest du länger sein. Hier könntest du definitiv länger sein. Also so von der Länge ist es okay, aber hier halt die Breite, ne? Die Breite, nicht die Länge. Die Breite. Die Breite könnte breiter sein. Die Augen könnten auch ein bisschen mehr auseinander, also breiter sein. Das ist ein bisschen klein. Aber so riechen tut sie sehr gut. Sie fühlt sich sehr gut an auf der Haut. Und dann schauen wir doch mal gleich ja, das Ergebnis an. Und dann kommt morgen der Experte. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Und ja, Fazit zu dieser Palette, wollte ich jetzt schon sagen. Fazit zu dieser Maske hat sich ja schon, hatte ich ja schon gesagt, die Länge stimmt. Die Breite können wir etwas breiter sein. Aber die Pflege ist geil. Die Pflege ist Bombe und ja, das ist die Hauptsache, ne? Also die ist auf jeden Fall toppi. Die kann man sich gut mitnehmen und gut aufs Gesicht auftragen. Also es war sehr, sehr schön. Und jetzt kommen wir zum guten Schluss. Ja, da wird's glitzernd. Ja, der Experte, das weiß ich noch nicht, wonach ihm ist. Er wollte gerne Augenpads, vielleicht auch eine Maske. Ich weiß es nicht. Wir sehen es dann gleich. Und die kommt zu guter Letzt dran. Die Shine Bright Holographic Full Sheet Mask, auch von Action. Ja, und dann schauen wir doch mal, was die so kann. Bleibt dran. Dann gibt's natürlich auch gleich noch die Verlosung. Und ja. Bis gleich. Tschüssi. Hallo. Letzter Tag. Tag 5. Nein, doch. Hä? 1, 2, 3, 4, 5. Tag 5 meiner Maskenwoche. Er ist wieder da. Eine Woche hat aber 7 Tage. Oh Gott, ich mache aber 5 Tage, 5 Masken. So, wir kommen zur letzten Maske. Tolle Woche bei dir. Das ist diese hier von Action. Die ist Holographic Foil. Heißt das nicht faul? Holographische Folie. Also, Feuchtigkeitsspenderrezeptur angereichert mit Rosenwasser. Okay, also ich tue mir die jetzt schon mal auf und der Experte erzählt wieder irgendeinen Blödsinn. Ich bin einfach nur da. Ich habe heute frei. Nee. Doch, so gut wie. Hier, zum Wohl. David, nicht immer Mensch. Das sind 2 Minuten. So, erstmal gucken wir, wie sie riecht. Ah, gut, wir hatten heute Mittagessen. Boah, so viel Knoblauch. Habt ihr noch nie gesehen in eurem Leben. Also die riecht sehr chemisch. Wir hatten Garnelen in Knoblauch-Kräutersoße. Okay, nichts mehr raus. Und dann gab es Pizzateig mit Knoblauch-Butter, also mehr Knoblauch wie Butter und Käse obendrauf. Und dann haben wir das Pizzabrot in das Knoblauchöl. Boah, wir stinken wie Hölle. Du stinkst. Ja, du auch. Aber ganz ehrlich... Das ist nicht schön, glaube ich. Ich weiß das. Deswegen, ich habe heute nicht wirklich frei. Ich habe nämlich, heute kriege ich nur Augenpads. Ich habe extra Augenringe gezüchtet für euch. Könnt ihr sehen? Ja, hier links und, rechts. Oder die rechts stinkt. Oder links. Die riecht nicht gut. Die riecht sehr chemisch. Die sind von Sheba. Das sind die, die auch das Katzenfutter machen. So, die ist hier viel zu kurz. Lang, okay. Sitzt ganz komisch auf dem Gesicht. Ist nicht schön. Ich sehe aus. Ja, das ist eben holographisch. Oh, nee. Mm-mm. Also, oh nee. Also, nee. Ja, die Maske ist jetzt schon durchgefallen. Ich glaube, das ist der Verlierer des Tages hier. Neben ihm. So, übrigens, die hat mir die Nicole K. Hier vom Zuschauerpost. Die haben extra für einen Experten diese Augenringe. Reduzieren Augenringe und Schwellung bis zu 40. Hast du das schon gesagt? Nee, habe ich noch gar nicht gesagt. 40%. Schenken Energie und Strahlkraft. Nee, Nicole K. schenkt sowas. Dankeschön, Nicole. Also die Maske. Nicole G. Punkt war das. Wie lange soll man die jetzt drauf lassen? Ja, solange es nicht nötig ist. Das ist nicht schön. Soll ich dir helfen? Ja, vielleicht. Ich weiß nicht. Gleich macht es flupp und dann sind die irgendwo. Es ist gut. Es ist gut. Du willst. Ja, du machst ja jetzt schon wieder ein. Obwohl, das geht ja noch. Guck mal, die sind schwarz, wie deine Seele. Ja, die überdecken die Augenringe. Seht ihr das? Die sind weg. Das ist super, das Zeug. Die sind weg. Zack. Die sind einfach weg. Zack, hier sind die Augenringe sind verschwunden. Das ist ein super Produkt. Steht ja auch drauf. Nummer 1.
Deutschland meistgekaufte Gesichtspflege. Also wir machen jetzt erstmal eine Pause und sind gleich wieder hier, da. Warte, hier, zum Wohl. Trinkt euch was und holt euch was. Wir machen jetzt Pause. Ich trinke auf euch. So, wir sind wieder da und das ist der größte Scheiß. Ja, jetzt weiß man, wie ich mich fühle. Das ist widerlich. Also das ist, könnt ihr eine Tonne kloppen, der Teil. Boah. Du musst das genau schön einmassieren. Ah, da, jetzt habe ich was im Auge. Ja, gleich fällt das Auge raus. Bleib unbedingt dran bis zum Ende. Da fällt das Auge noch raus. Also, das Serum zieht überhaupt nicht ein. Das stinkt total chemisch. Ich glaube, ich mag duschen gehen jetzt gleich. Und ich glaube, ich sehe nichts mehr auf den einen Auge. Ja, das ist auch schon. Nee, das ist. Quillt schon so hervor. Also. Möchtest du deine auch abtun? Ja, das war nicht so schlimm. Tada, Augenringe sind weg. Du musst das noch einmassieren. Einmassieren, nicht mich schlagen. Und? Gut? Ja, siehst du einen Unterschied? Augenringe sind jetzt dunkler wie vorher. Das ist gut. Ist doch gar nicht wahr. Oder echt? Die sind immer noch da. Ja, das wird auch nicht weggehen. Sie sind immer noch da. Du bist der Sohn deines Vaters, das geht nicht weg. Ja, und du bist der. Nee, ich sag nicht, wessen. Genau. Also, ja, Maskenwoche ist zu Ende. Hier lass die Finger von. Das ist der größte Mist. Schade eigentlich, weil das ist eine Actionmaske. Die taugen eigentlich immer. Aber das hier, nein. Und jetzt wisst ihr, warum wir keine Kooperation mit irgendjemandem machen. Diese Maske war sehr gut. Nein, darf ich das erste Mal machen? Die ist zwar zu schmal, aber tolle Pflege. So, dann die nächste. Das ist doch mein Job. Hier, es ist ein Hammerteil von Kiko Milano. Super klasse. Dann die Cadea Vera, genau, die Beach Vibes Maske. Einfach wow und der Geruch erst. Also, das ist Gewinner hier. Und die letzte Maske von Isana. Hier die Füchse. Toller Start, super Geruch und Pflege. Ja. Die waren super, außer so. Die ist durchgefallen. Jetzt. Oh, ich habe deine Augenpads im Müll geschmissen. Ja, so, jetzt nochmal für euch. Ah, die hole ich gleich. Jetzt wisst ihr auch, warum wir keine Kooperation mit irgendjemandem oder so eingehen, weil wir oder sie kann hier absolut die Wahrheit sagen, die eigene Meinung. Weil wenn du eine Kooperation hast, ja, dann bist du dazu ja verpflichtet, dass du diese Produkte bewirbst. Das heißt, ja, aber Moment, du brauchst nicht sagen, dass es alles toll, wenn es nicht toll ist. Doch, du musst positiv darüber reden, weil es sonst verlierst du nämlich deine Kooperation. So, was macht ihr da? Hallo? Ja? Und hier ist kooperationsfreier Kanal und die echte eigene Meinung mit echten eigenen Erfahrungen, ohne irgendwelche. Ohne Schnickschnack. Ohne Werbung ist die echte Meinung eben. Das hat mir gefallen oder das hat mir nicht gefallen. Ne, bei der Kooperation ist das eben immer ein bisschen schwierig. Ja, ne? Aber. Ja, du sollst ja die Produkte bewerben. Und wenn du von einem Kooperationspartner so eine Masken geschenkt oder geschickt bekommst, ja, und die Augen sagen, der größte Mist, der größte Scheiß. Ja, was glaubst du denn, was dann passiert? Warum? Ja, aber. Ja, was, warum? Viele, warum, also was? Jetzt so einige Creator, jetzt zum Beispiel Claudi, sagen, oh, die Wahrheit. Und dann taucht es halt nicht. Egal, wir machen jetzt hier noch Verlosung. Ist natürlich Maskenwoche und wir haben Naked. Hase, nicht im Video. So, ich gebe dir das jetzt. Die Masken kommen ja zum Schluss. Die kommen zum Schluss. Und du darfst jetzt zeigen, was diese Menschen da draußen gewinnen können. Schiffe. Versenken. Genau. Da gibt es hier. Ich muss mal eben was schütteln. Für Räder. Für jeder, der eine Reederei gründen möchte oder so. Jeder kleine Leitwagen. David, sag doch bitte, was es auch ist. Schiffe. Der kleine Ratgeber für angehende Räder. Nein, du sollst sagen, was es ist, Mensch. Das ist für die Kinder. Ja, vielleicht. Wieso, weshalb, warum? Einmal die Reederei gründen. Dinosaurier. Und warum sie ohne Beine nicht laufen konnten. Und das Wetter. Und warum es immer wärmer wird. Ja, wir haben Oktober und es ist ekelhaft. So, dann haben wir hier ein festes Shampoo. Von?
Formi. Mhm. Dermatologisch getestet, nur steht das Ergebnis nicht mit drauf. Für trockenes Haar. Dann haben wir hier wahrscheinlich einen Nagellack. Von? Boah, was weiß denn ich? Jadegel? Sally Hansen. Ja, von Sally Hansen. In der Farbe? Für euch. Pink. Farbe Pink. Ach, ist egal. Buntstifte? Einmal schwarz, einmal braun? Nein. Was ist das? Der rote. Ein? Also rot ist das. Soft Contouring. Für? Ja, zum Bilder ausmalen oder was? Für die Lippen. Ein Lip Liner. Und das ist von Essence übrigens. Und das ist von NYX. Und ist ein? Weiß ich nicht. Das ist auch ein Lip Liner? Lip Pencil. Ja, und ein Lippenstift. Da sind wir gerade beim Thema. Da haben wir hier auch noch einen Lippenstift. Oh, wahrscheinlich durfte ich den jetzt nicht aufmachen. Ja? Von Essence. In der Farbe? Wow, komisches Pink. Steht drauf, die Farbe. Long Lasting 07. Also lange lästig 07. Sowas in der Flasche? Das ist ein Nagellack. Ach, guck, ist ein Nagellack. Von Essence heißt? Clean und Strong. Andersrum. Nail Polish. Dann heißt es immer noch Clean und Strong. In der Farbe Mooney Fog. Also Mondnebel. Was ist das? Von Essence? Magic Mirror Effect Nail Pigment. Genau, für die Nägel. Ein Pigment für die Nägel. Das wird nicht schärfer. Wie lange soll ich so stehen? Gucken, wie lange du aushältst. So. Freundschaftsarmbänder. Nein, das sind Haargummis. Haargummis? Zwei Stück. Für die Haare. Oh. Apropos Haare, die Katzenhaare können nicht so. Hör auf! Nein, die dürfen ja hier gar nicht rein. Ist das? Max und More. Das ist ein Spiegel für die Handtasche. Ich hätte gedacht, das ist ein Button, wo hinten die Nadel fehlt. So, Manhattan Insta Contour und Conceal. In Farbe Braun. Nee, nicht in Farbe Braun. Es steht da drauf. Taub. 001 Taub. Ein Folterinstrument? Das ist eine Wimpernzange. Von welcher Firma? Was weiß ich nicht. Da, warte mal, da steht was. Maybelline, New York. Dankeschön. Die kommt aus New York. New York! Ja, zum Kochen ist er doch nicht. Obwohl, da könntest du so einzelne Scheiben Speck. Du sollst deine Wimpern damit formen. Nein, du kannst da so, wenn du Speck in der Pfanne hast, dann kannst du, oder kannst du aus der Packung so rausnehmen, dann klemmst du das so ein, wupp, und dann kannst du es für Speck. Ja. Ne? Oder für Wimpern. Mhm. Oder erst Speck, dann Wimpern. Enzympeeling-Pulver. Von B-Routine. Rührt man das irgendwo rein und trinkt es? Soft Reinigung. Glattes Hautgefühl durch sanfte Peeling-Wirkung für einen Soft-Skin-Effekt. Jeder Hauttyp. Ja, guten Durst. Dann haben wir einen Pott Erdnussbutter. Das ist von Isana. Bodycreme Floral Blossom. Ja. Reichhaltige Pflege mit blumigem Duft und Kokosöl für trockene Haut. Ist noch zu. Ja, ich bin... mache ich auch nichts Gebrauchtes? Ja, also das schmiert man sich überall hin, wo es nötig ist. Und auch dahin, wo es nicht nötig ist. Dann haben wir Shampoo Hafermilch. Also kannst du wahlweise entweder Haare waschen oder mit in deinen veganen Kaffee schütten. Ja, Hafermilch. Ne? So, dann haben wir Sun... Ach hier, guck mal, jetzt gibt es Ozon auch in Flaschen, ne? Also für den optimalen Sonnenbrand, Sonnenozon. Mit Lichtschutzfaktor. Ach nee, das ist eine Selbstbräunungsmilch, genau. Bräune bereits nach 2 bis 3 Stunden. Und dazu haben wir nämlich auch diesen passenden Selbstbräuner-Handschuh. Kannst du auch als Topflappen nehmen.
ne? Wenn du was im Ofen hast oder so, ne? Im Backofen, dann kannst du da auch schön mit rausnehmen. So, da wir ja eine Maskenwoche haben, ja, haben wir jetzt auch noch Masken. Ja, das ist jetzt zwar keine Maske, aber so auf Augenpätzchen lasse ich mir ja drauf ein schon mal, ne? Das ist hier, ne? Aber ohne Mecker. Das ist hier was für Mädels, glaube ich, ne? Hydrogen-Augenpätzchen. Nur weil das schwarz mit, war? Mit Hyaluron. Das kannst du auch nehmen. Drachenfrucht und Vitamin C. Dann haben wir noch eine Goldmaske. Hier für euch nur das Beste. Das ist eine Crememaske, glaube ich, oder? Von Luxury. Ach nee, das ist eine Peel-Off-Maske. Also eine Knibbel-Up-Maske für euch. Mhm. Ne? Deep Cleansing und Blackhead Removal. Für schwarze Pickel. Blackhead ist ein Schwarzkopf. Also. Und Removal ist Entfernung, also für schwarze Köpfe Entfernung. Ich weiß nicht. Ich höre auf. Ja. Weiße Mango und Maracuja. Erfrischt die Haut mit Mango und Maracuja-Extrakt. Feuchtigkeit spendend. Jede Haut. Limited Edition. Eine Crememaske mit zwei Sachets. Hydrogel Eye Patches. Also nochmal Augen. Von Essence. Hier für Augenringe oder gegen Augenringe. Detox-Maske, sowas habe ich schon. Auch wieder von Scheber. Wisst schon, die mit dem Katzenfutter? Ne? Das, was man fürs Katzenfutter nicht mehr brauchen kann, das kommt hier in eure Masken rein. So, deswegen ist das hier. Tiefenreinigen reduziert den Hautfettgehalt. Oh, ich schmier mir das vielleicht mal auf den Bauch. Ja. Vielleicht hilft es. Ich werde euch berichten. Dann haben wir Isana Tuchmaske. Magnolie soll er heißen, sicher. Intensive Feuchtigkeit, verfeinertes Hautbild, Hyaluron und Magnolienextrakt für Verwöhnmomente von Rossmann. Hier, so sieht das Ding aus. Könnt ihr euch aufs Gesicht patschen. Und ich habe auch einen Tipp für euch. Wenn ihr diese Maske abzieht vom Gesicht, dann schmeißt sie nicht weg, sondern sammelt so 2-3 Stück, legt die so übereinander, schwingt das so um euren Wischmopp und dann könnt ihr damit den Boden wischen. Ja, mein wieder Gott. Was gespart. Und dann haben wir Shisara Face Hydromaske. Spendet Feuchtigkeit und macht die Haut geschmeidig. Also eine Crememaske mit zwei Sachets. Diese ist das. Und zu guter Letzt haben wir noch die von Action. Jelly. Okay, die ist besser. Pre-treated Face Sheet Maske. Moisture. Mach's nicht extra, Mensch. Moisturizing. Moisturizing. Dankeschön. So. Fürs Zusehen. Wiedersehen. Ja, wieso? Was denn? Wir sind noch gar nicht fertig. Wir müssen das hier noch einpacken so. Für euch. So, ja, das war der Gewinn. Hier ist noch ein Pulver. Also, das war, was ihr diesmal gewinnen könnt. Ja, die Dose tun wir auch mit rein. Die hat sie gerade in der Hand gehabt. Da könnt ihr auch 25 Pfand. Ja. 25 Pfand. 25 Pfand gibt's da. Ja. So. Also, das ist die Box, die ihr diesmal gewinnen könnt. Ja, und das ist doch toll. Wir brauchen. Für einfach eine Maskenwoche. Ja, aber guck mal, an die Kinder habe ich auch noch gedacht. Ja. Aber ich verlose ja immer was mit Box. Hier ist noch ein Stift. Okay, dann haben wir alles. Dann brauchen wir jetzt noch einen Hashtag. Hyaluron. Nee, das ist zu schwer. Das ist zu schwer, kann keiner schreiben. Wieso? Wieso nicht? Dann nehmen wir was. Hashtag, Doppelkreuzmarkierung. Dinosaurier. Doppelkreuz. Das ist auch zu schwer. Wieso ist das zu schwer? Das könnt ihr schreiben, ist egal. Ihr könnt das auch mit dem Öl schreiben, wenn ihr wollt. Dinosaurier? Ja, könnt ihr mal. Dinosaurier. Ich kenne so Gynorö. Doppelkreuzmarkierung Dinosaurier. Ah, Dinosaurier. Ja. Okay. Sehr ja. Schön. Und ja, der Gewinner bekommt diese Box und zugeschickt. Eine Nacht mit mir. Viel Spaß beim Schnarchen. Das machst du auch mit, ne? Nee. Ich bin ja froh, wenn du mal weg bist. Ja, also, ihr müsst mich nehmen. Wenigstens für eine Nacht. Dafür gibt es ja auch was. Ne? Danke fürs Zusehen. Wir hatten einen Durchfall. Also, eine Maske ist durchgefallen. Und der Rest war gut. Willst du bei der nächsten Maskenwoche wieder mitmachen oder soll ich eine alleine machen wenn wieder? Wenn ich Augenpads kriegen kann, dann mache ich vielleicht nochmal mit. Reichen die Augenpads? Ja, vielleicht kriegen wir die Augenringe ja mal in den Griff. Hm.
Da musst du aber jeden Tag Augenplätze nehmen. Der ist so ganz schlimm hier. Vielleicht solltest du nicht so viel arbeiten. Vielleicht, wir können ja mal, komm, wir machen mal für irgendein Video ein Experiment. Du hast ja so viel Abdeckzeug, ne? Lass uns mal versuchen, das wegzumachen. Da steht ein Concealer. Der gute. Damit kriegt man Augenringe weg. Ja, probieren wir beim nächsten Mal. Wollen wir ausprobieren. So, wir sagen jetzt Wiedersehen, schönen wir Tag machen noch. Schnell die Dose leer und mit euch. Danke noch, fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich mache noch mit euch schnell zusammen die Dose leer. Oh Gott, du bist so ein Assi, ey. So, Dose leer. Das ist ziemlich widerlich. Ja, darum mache ich das, weil du es hast.